5 Tipps für dein neues Aquarium. Tipp Nummer 1. Kaufe dein Aquarium so groß wie möglich. Was passiert? Du siehst viele Fische, die du haben möchtest, kannst sie aber nicht halten, weil das Aquarium einfach für die Endgröße der Fische viel zu klein ist. Oder du extrem limitiert in der Auswahl der Fische und vor allem in der Menge der Fische und Tiere bist. Ich würde immer so groß wie möglich kaufen, wie es die Decke hergibt von der Deckenbelastung. Das heißt, das Aquarium ist so groß, dass es die Decke trägt und die Fußböden. Und vor allem auch, dass es noch in der Budget passt und es den Wohnraum optisch nicht erdrückt. Tipp Nummer 2. Achte auf die Statik des Bodens. Denn was kann passieren? Das Aquarium wird zu schwer, der Estrich reißt. Das bedeutet, dass sich die Bodenscheibe verwindet, weil sich das Aquarium in irgendeine Richtung absetzt und es eventuell zum Reißen führt. Weiter kommt dazu, dass die Decke einfach viel zu schwach ist, besonders bei größeren Becken, die im Tonnenbereich liegen. Oder bei Holzbalkendecken, besonders wichtig im Altbau, dass du das Aquarium auf die Balken setzt und nicht dazwischen. Wenn du irgendwelche Zweifel hast, würde ich dir immer dazu raten, einen Statiker zu beauftragen, um die absolute Sicherheit zu haben. Tipp Nummer 3. Vorsicht bei selbstgebauten Unterschränken. Hierbei ist es ganz, ganz wichtig, dass du das Holz entsprechend stark wählst, um auch hier das Gesamtgewicht des befüllten Aquariums zu tragen. Bei selbstgemalten Unterschränken oder geschweißten Unterschränken kommt es häufig vor, dass diese wirklich schief sind und dementsprechend das Aquarium ungleich belastet wird. Folge davon auch hier kann sein, dass die Bodenscheibe reißt und ein Super-GAU entsteht. Tipp Nummer 4. Bei Holzunterschränken Abdeckscheiben verwenden. Wenn du einen Unterschrank aus Holz selber fertigst oder auch Verkleidungen aus Holz hast, ist es besonders wichtig, dass du dein Filterbecken exakt mit Abdeckscheiben abdeckst, um die Verdunstung im Unterschrank so gering wie möglich zu halten. Denn die Feuchte, die unten entsteht, greift das Holz an, was bei der Verkleidung dazu führt, dass sie platzt. Und vor allem bei Holzunterbauten, die die Ständerbauweise aus Holz haben, die Statik extrem gefährdet wird auf Dauer, weil es einfach die Tragfähigkeit des gesamten Möbels angreift. Und Tipp Nummer 5. Wähle den richtigen Standort. Bei der Auswahl des Standorts ist es wichtig, dass sich in unmittelbarer Nähe keine Heizung befindet, denn es bedeutet, dass sich das Aquarium extrem schnell aufheizt und du im Gegenzug es wieder kühlen musst, dass das Aquarium keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, da das häufig Algen provoziert und vor allem, dass der Standort dort ist, wo du dich häufig aufhältst. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Auswahl des Standortes ist, dass du im Umkreis des Aquariums genügend Platz hast, um wirklich bequem zu pflegen, weil wenn du die Türen zum Beispiel wegen einer Couch oder einem Tisch nicht richtig aufbekommst und das immer erst wegräumen musst, bevor du startest, wird sich das dauerhaft auf die Pflege auswirken, weil es einfach nervt. Weitere Videos rund ums Thema Meerwasseraquaristik gibt's auf unserem Kanal. Wer nichts verpassen will, kann hier abonnieren.